Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier auf Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben jetzt in der letzten Folge uns das Sulfuric Acid rangeholt. Wir haben die Rohstoffe alle da, die wir brauchen zur Batterieherstellung. Wir haben schon auch jetzt die richtigen Gebäude gebaut zur Batterieherstellung. Das haben wir ja auch noch ein bisschen, sagen wir mal, verkackt gehabt. Und können dann jetzt hoffentlich gleich die Batterien herstellen, die wir nämlich für unsere Flugroboter Bauroboter, die ich jetzt hier in fabrikmäßig, also im großen Maßstab einfach herstellen lassen will, weil ich sie ja in Massen brauche. So ist es ja nicht, dass ich die nicht in Massen brauche. So, wo legen wir es denn hoch? Legen wir es auf der Seite hoch oder legen wir es auf der Seite hoch? Kannst du auch auf der Seite hochlegen, ne? Kicken wir mal, wie das am schönsten läuft. Ja, die Quasti sagt, wa? So. Ja, manchmal Berliner da. Kommt mir oft vor, aber passiert, wa? So. Entschuldigung. Manchmal geht's halt mit mir durch, also das ist, da muss man halt, das ist einfach nicht, einfach komplett ignorieren, sowas. Manchmal hat er einfach eine Meise und die hat er nicht ohne Grund, also von daher. So, dann müssen wir, was ist denn nur wieder, jetzt bummst du da schon wieder rum. Dann müssen wir das jetzt hier intern noch verbinden, das können wir mit den Eisenrohren machen. Wo wir sie gerade hier haben, ist ja kein Problem. So, und dann gehen wir hier nach draußen bis dahin und dann haben wir keine Eisenrohre mehr, macht aber nichts, wir haben ja noch mal den anderen. So. Na. 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 Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da unten direkt dahin kommen, wo wir hier hin wollen. Wir müssen ja hier hinkommen, ja. Dazu müssten wir, glaube ich, nochmal unterirdisch werden. Jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal hier oben Maß nehmen. So. So. Denn wir haben hier Motorölisch, das ist ja kein Problem. So. Flüssigkeit dran dort. So, das sieht doch alles schon mal ganz schick aus. Wenn wir jetzt das Ganze hier elektrifizieren. Jetzt haben wir da mal einen hin und da mal einen hin. Und weil es so schön ist, da noch einen hin und hier noch einen hin. Guckt und wundert sich. Na, dabei hat das Rohr noch nicht angeschlossen. Und zack, die ersten Batterien sind da. Ich bin begeistert, die ersten Batterien sind da. So, wir können jetzt mit den Batterien hier natürlich gerade nach oben gehen. Dann bauen wir jetzt hier oben quasi eine Fabrik auf, die hier steht. Ab da an, da braucht man nichts dazwischen stehen. Für die Fluggestelle, was brauche ich denn hier? Welche Produkte brauche ich denn da jetzt alle wieder? Ich muss hier das mal nachgucken. Ich brauche grüne Chips, Elektromotoren, Batterien und Stahlträger. Alles klar. Okay. Stahlträger. Hole ich die Stahlträger von hier drüben noch rüber oder? Nö, ich mache den hier unten gleich so ein kleines Stahlding, was dann nee, auf der Seite, was hier dann den Stahlträger hochbringt. Und die grünen Chips, die zweige ich dann nochmal hier drin ab. Wo zweige ich die denn am dusseligsten ab, dass ich die denn hier auch, oder zweige ich hier drüben ab, oder? Gucken wir mal, dass ich die hier drüben abgezweigt kriege und dann hier oben mit hoch. Alles klar, okay. Also Stahl wird hier drinnen, dann wird hier gleich zwei Fabriken hingestellt. So, ne? Eins, zwei. Da wird das aufgerollte Stahl hingeliefert. Und von da aus geht dann der Stahl-Lieferservice quasi nach oben in die Plattenfabrik. So. Hier durch. Da lang. So. Das geht dann parallel mit dem nach oben. Warte mal, dann muss das ein, zwei dann noch darüber. Sonst sieht das nicht schön aus. So, dann geht das hier nämlich hoch. Das geht hier hoch. Dann haben wir vier Bänder nebeneinander. Geht das? Weit kann man nicht rübergreifen, ne? Ja, das ist ja gar nicht mal so schön. Das ist ja gar nicht mal so schön. Wir haben vier Bänder nebeneinander, weil das andere kommt ja von oben noch mit den Elektromotoren. Drei Bänder geht ja hier, ne? Drei Bänder, da können wir drüber greifen, bei vier Bändern geht es nicht. Was wir brauchen, also wir haben irgendwas wie vier Rohstoffe denn da dran kriegen, dann machen wir doch den quer noch was. Okay, alles klar. Dann werde ich die grünen Chips quer reinführen. Heißt, hier muss der Stahl rangeführt werden. Ich werde hier mal kurz unterirdisch.
Ne, wir haben sie mal nicht kindisch, sondern unterirdisch. So. Dann müssen wir hier mal ganz kurz den Stahl abkneifen. So, bitteschön, Stahl. So, und dann werden wir hier nochmal ganz kurz unterirdisch. Von hier nach da. So, dann musst du hier einmal quasi ein bisschen Platz lassen und du mal ein bisschen Platz lassen. So. Sollte das denn gehen? Dass denn hier ein Abfluss da in die Richtung ist? So. Sehr schön. So, dann haben die grünen Chips. Die führen wir dann einfach mal nach oben hier. So. Schön. Sieht schon mal gut aus. Die führen wir dann in eine Schlange da durch, ne? Also durch die Fabrik. Damit sie das kriegen, wo sowieso sollen. Und gut, dann bauen wir jetzt die Fabriken auf. Also eine Fabrik kommt auf diese Seite. Mit einem Platz nach dort. Dann da kommt die Schlange durch. Müssen wir drei Platz lassen. Dann kommt das. Dann kommt die Schlange durch. Müssen wir drei Platz lassen. Kommt das. Dann müssen wir drei Platz lassen. So. Müsste von der Höhe her noch im Rahmen uns bewegen. Ganz knapp müssten wir uns im Rahmen bewegen. In der Mitte kommen ja drei Förderbänder. Das heißt also, eins kommt ja noch von oben runter. So. 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 Gut. Das heißt, hier kommt eine quer. Ne, das ist eine Kiste. Einmal quer so lang. Einmal quer so lang. Und einmal quer so lang. Huch. So, das kann ja ruhig. Ne, das muss sogar drei breit. Warte, ein Momentchen. Da haben wir einen Fehler drin im System. So, ist schon richtig. Denn hier oben kommt ja noch wieder der Motorenstrom runter. Doch, muss man weiter. So, bis hierhin brauchen wir die Motoren. So, dann brauchen wir hier die Batterien. Gut, das kann ich ja lassen erstmal. Und dann brauche ich hier den Stahl. So, dann kommen hier die Chipse. Einmal so rum. Weit genug nach draußen, dass wir hier quasi den Verlauf noch haben für unsere Stelle dann. Warte mal, da brauche ich nicht. Doch, hier muss es wieder rein, raus. Na gut, hier brauchen wir es nicht mehr, das stimmt. So, hier vorne brauchen wir es auch. So. Hier brauchen wir es. Und hier brauchen wir es. So. Dann gehst du jetzt hier hoch. Da rum. Da rüber. Hier hoch. Da rum. Bis dahin. So. Ein Reinleger, zwei Reinleger. So. Gut, dann haben wir hier einen, der rauslegt, noch einen, der rauslegt, noch einen, der rauslegt, noch einen, der rauslegt, noch einer und noch einer. Gut. Dann haben wir hier drei, die reinlegen müssen. Das ist ein bisschen viel. So. Dann haben wir hier drei, die reinlegen müssen. Ich hätte so viele von diesen Knickarm-Robotern, ne? Also ich glaube, da kann man jetzt auch mal in der Kiste nachgucken. Da sind nicht mehr allzu viele von vorhanden. So, und rauslegen bitte auf der Seite. Gut. Dann hoch. 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 Oben. Nach oben. So, dann hier auch nochmal nach oben durch. Und hier zugebaut. So, sehr schön. Dann kommen hier die Motoren. Ich würde mal sagen, die müssen wir abkneifen. Weil ich ja bei dem anderen brauche ich die Motoren ja auch nochmal. So, dann haben wir hier die Motoren dran. Jetzt muss ich da unten nur noch einstellen, dass ich hier Stahl herstellen will und die ganzen Knickarmroboter setzen. Reinlegen, reinlegen. Zwei raus. So. Wovon er denn schrottig wird. So.
Gut. Dann wirst du ein Shorty. Ich habe den Dings umgestellt. Du wirst ein Shorty, du wirst ein Shorty und du wirst einer. Genauso wie du einer wirst. Du einer wirst und du einer wirst. Sehr gut. Gut, dann sagen wir, hier möchten wir ganz gerne Stahlblech herstellen aus dem. Genau so. Also quasi die Rolle wieder aufwalzen und durchschneiden. Cutten an der richtigen Stelle. Dann stellen wir euch hier mal einen Strommast hin. Das sollte dann hier Stahl geben. In Massen. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt hier einen hinstellen. Vor einen hinstellen. Und da einen hinstellen. Das sieht sehr gut aus. Machen wir hier noch einen hin. Da noch einen hin. Und weil es so schön ist, dort auch noch einen hin. Und dann haben wir noch vergessen, dass wir die hier quasi Pickup Position auf 2 machen müssen. In der Mitte die jedenfalls. Dass die denn die Batterien holen. Und den müssen wir mal Pickup Position auf 3. Und das machen wir wieder hier so. Diagonal, nicht? Das kennen wir ja schon. Das ist ja schon ein altbekanntes Spiel. So, gut. Jetzt muss man denen nur noch sagen, was die herstellen sollen, ne? Du sollst mir herstellen. Das ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Produkt, also überhaupt in Factorio eine Fabrik aufbaue, um mir die Dinger zu machen. Meistens habe ich die dann immer so eine kleine Fabrik irgendwo, wo ich das Zeug mal reingeschmissen habe. Dann habe ich das einzeln produziert, irgendwo zusammengetragen, die Roboter gemacht. Na gut. So. Und dann haben wir die Fluggestelle. Brauche ich eigentlich für ein Fluggestell MK1 und MK2? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche nur andere Chips. Alles klar. Ansonsten Aluminiumplatten und andere Chips. Also kein Stahl, sondern Aluminium und dann die roten Chips dazu. Okay. So, und dann haben wir hier Fluggestelle. Die kommen nach und nach. Das ist klar, dass sie jetzt nicht so wahnsinnig schnell uns jetzt hier ereilen werden. Da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. So, dann kommt hier das. Dann kommt hier das Material an. Es geht dann einfach mal hier weiter. So, und hier müssen wir nochmal einmal unterirdisch werden. Damit wir hier die Motoren dann neuerdings hier oben haben. So. Beziehungsweise die Motor, nee, die Fluggestelle haben wir jetzt mit oben im Bus. Sehr schön, das haben wir schon mal geschafft. Sehr viel Schönes ist doch schon passiert hier. Gut. Das gefällt mir doch ungemein. Also ich könnte die jetzt auch noch nach unten legen und dann von unten wieder einfädeln, aber das wollen wir ja erstmal nicht. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken hier. Die Produktion ist wirklich sehr, sehr träge, obwohl die Rohstoffe sind eigentlich alle da, ne? Also es ist wirklich hier, dass das ziemlich lange dauert, das herzustellen. So ist es halt. Aber in der Zeit haben wir schon etliche Fluggestelle fertig. Gut, dann würde ich jetzt hier anfangen, die Roboterfabrik zu machen, dass wir die Roboter MK1 dann haben. Mache ich eine ganze Reihe runter hier, bis einmal bis dahin. Weiß ich gar nicht, wie viele Rohstoffe brauche ich dafür? Robby, wo ist er? Da. Der Robby MK1 braucht 3 Rohstoffe. Ah, so viel brauche ich da nicht. Hier machen wir 8 Fabriken, oder? Oder machen wir. So, reicht das vom Abstand her? Ich glaube, das ist 1 zu wenig, ne? Ne, ist das genau richtig, okay. So, nach unten müssen hier die Förderbänder. So, dann nach unten runter einmal gezogen. So, ich denke mal, das sollte ausreichen als Fabrikation für die Flugroboter MK1. So, jetzt können wir natürlich theoretisch das so aufbauen, dass wir die direkt in die Fabrik geben für den Flugroboter MK2, ne? Wollen wir erstmal alles vorbereiten für den Flugroboter MK2 und dann die Roboter dann da erst wirklich produzieren lassen, wo wir die Roboter produzieren. Damit beide Roboter dann, ja, dann läuft das einfach von eins ins andere. Ich glaube, das geht auch, oder? Und die müssen jetzt nicht hier unbedingt die Flugroboter haben.
Wenn wir jetzt was... Ich muss mal gucken, was wir alles noch brauchen. Wir brauchen hier jetzt das Hirn-MK2 und wir brauchen das Hirn-MK... den Dings-MK2, ne? Ding herstellen. So. Wir brauchen MK2 und Frame-MK2 und einen Bauroboter-MK1. Also vier Produkte dann wieder. Dann müssen wir wieder mit so einer Schleife arbeiten. Das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Gut, den könnte man theoretisch bauen. Den wollen wir dann bauen. Das heißt, wir müssen jetzt Construction Brain 1 und 2 bauen. Das ist nicht weiter schlimm. Ich glaube, da muss ich bloß ein anderes Grundmaterial ranbringen. Ne? Gucken wir mal. Nur gucken wir mal. Was ist hier drin? MK1, alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Ich kann jetzt, glaube ich, von hier ein bisschen was kopieren, denn das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Müssen bloß gucken, welche Materialien wir brauchen dafür. Heißt, im Groben und Ganzen. Wir fangen an und bauen. Was habe ich denn da drüben angefangen zu bauen als erstes? Muss ich doch nochmal gucken hier. Hier habe ich als erstes angefangen, die Motoren zu machen. Die reichen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob die reichen von der Produktionskapazität her. Ich glaube, hier muss ich nochmal ein bisschen verlängern. Also die produzieren hier zu lange. Ich glaube, hier muss ich nochmal durchaus bis unten runterziehen. Also noch zwei Fabriken mehr machen, damit hier ein bisschen mehr Elektromotoren kommen. Weil es sieht so aus, als wenn die hier ablaufen, ne? Als wenn das weniger wird. Als wenn hier mehr Motoren verbraucht werden, als ich gerade produziere. Ja, das sieht wirklich so aus. Okay, dann wollen wir da erstmal ein bisschen versuchen, so ein bisschen leicht ran zu optimieren an uns an die ganze Sache. Das ist ja kein Problem. So, das, wir müssen dann vielleicht eventuell das hier noch ein bisschen zusammenstauchen. Das ist aber auch kein Problem, das kriegen wir ja auch hin. Das produziert anscheinend schnell genug, oder? Beziehungsweise, naja gut, wir wissen es noch nicht, aber ich denke schon. Heißt, das mal ganz kurz weg hier. So, wir bauen jetzt nochmal hier eins, so, da dran. So, dann müssen wir das natürlich hier ein bisschen früher abknipsen. So. Förderband. So, hier ran. Förderband da dran. Förderband da dran. Rohr, Rohr. Drehen, so. Und dann ein Verbindungsrohr hier in der Mitte machen. Und dann müssen wir hier draußen ganz kurz ans Rohr ran. Gehen mal und Schmiermittel abpumpen. So. Strömlinge brauchst du auch noch, sagst du. Kriegst hier einen auf der Ecke und hier einen auf die Ecke. So, und dann brauchst du noch ein paar Arme. Denn ohne Arme keine Kekse. So, du brauchst... Oh, du musst ja dann auch doch da ziemlich lang reinnehmen. Heben. Ah ja, deswegen ist hier der Knick drin. Okay, 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 okay. Nee, nicht. Chips brauche ich nicht. Chips kann ich hier reinlegen. So. Muss hier ganz kurz mal hingehen. Damit ich hier nach... Huch! Außen gehen kann. So. Gut, gut. So, dann wirst du einer, der das von da holt. Du hast schon so einen. Okay, warte mal. Dann müssen wir jetzt noch hier mal schnell zwei setzen. So. Hier mal schnell zwei setzen. Hier schnell ein und da mal ein. Da noch einen, da noch einen. So. Gut, dann du und du und du. Sehr schön. Und jetzt müssen wir da oben noch hier ganz kurz unterirdisch kommen. Ja, das unterirdisch nehmen, ja, macht er, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, aber das macht er. So. Dann sollten jetzt hier auch die Motoren ankommen. Einmal frei. Gut. Und jetzt könnte sich das hier zurückstauen, aber das staut sich jetzt schon wieder zurück, weil hier jetzt das Ding vollgelegt ist, ne? Weil jetzt hier, ja. Das von hier aus jetzt schon staut. Aber das kriegen wir ja gelöst. Da können wir ja auf jeden Fall erstmal ein bisschen für Abnahme sorgen. Also ein bisschen was bewegen hier an Material. So. Gut. Gut, gut, gut. Dann brauchen wir jetzt die MK1-Geschichte, MK1-Geschichte von dem, MK2-Geschichte von den
Brains und die MK2-Geschichte vor den Armen. Da bauen wir jetzt erstmal die Arme auf, würde ich sagen. MK2. Dann gucken wir mal, was kostet mich denn so ein MK2-Arm? Der ist hier, ne? MK2-Arm brauchen wir Brass Gear Wheel Steering. Steel Bearing. Okay. Und Aluminiumplatten. Okay, also haben wir da schon Aluminium hier irgendwo mit drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber Aluminium muss ich mir dann holen, ne? Alles klar. Aluminium und Press müssen wir jetzt mal ranholen. Und wir haben Platz, diese beiden hier in der Höhe, also unter dem. Mal gucken, ob wir was jetzt als erstes finden. Keins von beiden. Okay, dann müssen wir mal später hier gut gucken. Oder wir müssen dann mal schon den mitnehmen hier dann von da. In welcher Höhe? Das hätten wir nicht bauen können. Ah, das ist... Ach, dieses Mausgerät. Das Mausgerät an sich. Och, das gibt's doch nicht. Macht das gleich zweimal jetzt hier. Da mal nehmen wir irgendwie einen Solar-Scheiß auf, den ich beim Leben nicht brauche. So, ja, unterirdisch haben wir noch ein paar. Das könnte durchaus reichen. Hoffen wir, dass es wirklich reicht bis zum Schluss, aber... Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Erstmal das hier schon. Dann markieren wir und dann wissen wir ja, wo wir dann lang müssen. So, das sind nämlich die letzten beiden, wo wir Platz haben. Jedes Material, was wir noch holen müssen. Ich glaube, eins müssen wir uns noch holen. Das müssen wir dann oben drüber holen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das kriegen wir dann hin. So. Ich glaube nämlich. Vielleicht müssen wir sogar noch ein Material hinten anbauen. Ne, das eigentlich nicht, ne? Da haben wir ja alles schon eigentlich ganz gut. Theoretisch müsste das so sortiert sein, dass wirklich das, was als erstes hier unten abgenommen wird und das, was als letztes, dass das dann ganz oben ist, ne? Aber, naja. Also, was im Bussystem das letzte ist, das muss ganz oben eigentlich sein von dem Material, was wir hier ranholen, aber... Ja gut, das ist dann halt jetzt erstmal nicht gegeben. So, gut, dann können wir hier zwischen auch schon mal die, Förderbanner legen. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Alles mit dem Ziel, dass ich dann jetzt die Inselvergrößerung, weil da ist jetzt wirklich sehr, sehr viel, was ich da machen will, dass die dann alle vollautomatisch funktionieren, dass ich dann bloß noch die Hangare baue und ja, da müssen wir dann auch nochmal dran, ne? Dass wir dann jede Menge Hangare uns mal besorgen. Müssen wir mal gucken, wo wir da vielleicht eventuell auch mal eine kurze Kleinfabrik hinkriegen, wo wir dann erstmal die ganzen Materialien reinschmeißen, damit die mir dann in Massen erstmal Hangare herstellt. Also in Massen nicht, aber so, dass ich nochmal 100 Stück von den Dingern habe, die ich dann erstmal verteilen kann. Damit dann, wenn ich dann irgendwas brauche, das auch wirklich gut funktioniert. So, hier mal Stahl, den brauche ich auch nicht, ne? Stahl war es nicht. War Aluminium und Brass brauche ich. Hier mal Aluminium gleich, das ist sehr gut. Dann nehmen wir hier das Aluminium ab. So. Und dann müssen wir noch ein bisschen Brass durchgehen. Hier mal Brass. Sehr gut. Ach, guck mal, hier fehlen noch die Förderbänder hier von dem Glas zum Beispiel. Bis nach oben hoch. Von dem. Hier sind gleich die Förderbänder aus, oder? Ja. Sollte nicht übertreiben. Nur so weit, wie ich es brauche gerade. Nicht, dass ich beim Zurücklaufen keine Förderbänder mehr habe und dann nochmal loslaufen muss. Halt. Ich, das Murphy's Law wird sowieso so machen, dass ich dann nochmal loslaufen muss. Davon ist ganz fest auszugehen. So. Heißt, jetzt müssen wir hier nochmal ein paar unterirdische setzen. Und zwar zur Vermessung der ganzen Geschichte. So. So. Gut, aber ich sehe schon wieder, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Das bauen wir dann... Schwierig. So, das bauen wir dann in der nächsten Folge weiter hier. Hoffentlich dann mit ein bisschen höherer Konzentration. Aber es sieht erstmal schon mal ganz gut aus, damit wir dann das Brass und das Aluminium dann an unserem Werk haben. Da, wo wir es brauchen und wo wir es dann auch verwenden können. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.